Herzlich willkommen hier in Paderborn auf dem Schützenplatz zur E.ON Westfalen Weser Challenge. Wir haben hier in diesem Wochenende die 5. Etappe der DKB Riders Tour. Bei mir ist Clarissa Krotter. Waren Sie zufrieden mit Ihrer Leistung heute? Ja, ich war sehr zufrieden. Challentan ist ein neues Pferd für mich. Ich habe ihn jetzt den 3. Turnier. Der soll morgen mal die Qualifikation für den großen Preis gehen. So habe ich einfach eine Trainingsrunde gemacht. Ich fand, der sprang ordentlich und ich hoffe, dass es morgen null geht. Sie reiten ja jetzt hier die 2. Etappe in dieser Saison der DKB Riders Tour. Was malen Sie sich noch für Chancen aus oder was haben Sie noch vor bezüglich des Finales? Okay, mein bestes Pferd, Westside, ist immer noch verletzt. Ich hoffe, der kann Anfang des Jahres wieder gehen. Und so, ich habe in Münster mit ein neues Pferd geritten, jetzt nochmal ein neues Pferd. So, das ist für mich einfach, sind immer tolle Turniere und ich hoffe schon, dass ich in München dabei sein kann. Ich komme noch Hannover vorher und ich kämpfe weiter, um irgendwie einen guten Platz zu haben für München. Ist Paderborn ein gern angesteuertes Ziel für Sie? Ja, Paderborn ist einfach ein super Turnier. Jetzt die Bedingungen sind super. Mit dem Sandboden kann man nicht besser haben, der breite Platz. Wir hatten bis jetzt noch Glück mit dem Wetter, aber okay, Gott sei Dank ist die gedeckt. So, auch wenn es regnen sollte, ich glaube, das würde alles sowieso super gehen, weil, wie gesagt, die Bedingungen sind einfach vom Feinsten. Super, herzlichen Dank und noch viel Erfolg. Dankeschön.